So, hallihallo, hallöchen, liebe Freunde, liebe Kollegen. Ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen zu einem weiteren Part Half-Life. Und hier ist euer Krangus. Und ihr habt es jetzt vielleicht gesehen. Ja, das war tatsächlich die schwere Lösung, um die Tür aufzubekommen. Wir müssen einfach nur in die Tür rangehen und sie öffnen. Wer hätte das gedacht? Ja. Doch warum haben wir das nicht sofort bemerkt? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Nun, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass ich jetzt durch die Tür gekommen bin. Ah, okay, ja. Dachte ich mir doch schon sowas, dass hier jemand auf uns wartet und uns freudig begrüßen will. Ja, der ist tot. Wunderbar, dann kann ich gleich hier lang. Und wir kommen den unteren Teil der Rakete immer näher. Und da müssen wir ja auch hin. Um dann letzten Endes auch endlich mal aus den scheiß Kaffee hier unten rauszukommen. Ne? Das ist ja, ich möchte ja nichts sagen, aber ich bin ein Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hasse Welten oder Spiele, die sich dann nur irgendwie unten abspielen auf unterer Basis. Das ist gar nichts für mich irgendwie. Okay, da war jetzt ein Laser, da gehe ich mal davon aus, dass ich da nicht davor kommen sollte. Und ja, das war auch richtig. Ach komm, halt die Klappe da drüben. Denn sonst wären diese lieben Kollegen hier angegangen. Wie die jetzt zum Beispiel. Okay, da ging nur das eine Ding an. Berühren darf ich sie, wie es aussieht, dann auch nicht. Also gut. So, ist hier jetzt noch so ein Vieh? Nö. Aber ich kann mal hier reinlucken. Wunderbar, war doch noch was. Und hier sind Waffen. Und ein Headcrab. Und ein hetziges Ding. So, Munition wird hier dann wohl noch sein, aber Mensch, Jungs. Ihr wollt immer, dass ich euch friedlich behandle. Und dann behandelt ihr mich selber so. Übrigens habe ich die Schnellspeicherfunktion gefunden. Liegt auf F6. Ich denke, einige von euch hätten mir das früher sagen können, aber warum soll ich mir das sagen lassen, wenn man auch selber gucken kann, ne? Das ist denn. Ui! Was ist denn jetzt kaputt? Okay. Ein Raketenwerfer. Das war ein Raketenwerfer. Das glaube ich jetzt fast nicht. Ist der uns mit einem Raketenwerfer ach du Kacke. Okay, das war nicht schlecht. Nun gut, dann geht's halt weiter. Ich weiß nicht, warum ihr mich mit Raketenwerfer begrüßen müsst. Ich meine, ich bin doch auch immer nett und freundlich zu euch. Rück. Wunderbar. Kein Schaden genommen. Und dann geht's, soweit ich das sehe, auch gerade weiter. Ja, ich bleib hier. In der vorderen Ebene bleibe ich dann lieber mal stehen. Und kümmere mich hier um meine lieben Illuminatenfreunde. Oder wie ich sie nenne, die Kopfschmerzgesellschaft. Puff. Puff. So. So, mal gucken. Jo. Geil. Im Prinzip haben wir fast unsere ganze Lebensenergie wieder. Und seht doch mal, wie wunderschön die Schnellspeicherfunktion. Okay, da will ich jetzt nicht unbedingt von hier aus drauf schießen. Wie wunderbar die Hallo. Ach, nehme ich die Knarre, die normale. Macht sich besser, okay. Guckt doch mal, wie wunderbar die Schnellspeicherfunktion ist. Da wird der Spielfluss gar nicht beeinflusst. Ist das super. Hier spricht schon wieder einer. Zwei sprechen hier. Und der eine hat mir ganz schön viel Lebensenergie weggenommen. Das finde ich gar nicht schön. Das finde ich unfreundlich. Deswegen lade ich jetzt erstmal hier wieder die Rüstung auf. Leg den Hebel um, von dem ich noch nicht genau weiß, für was er ist. Aber doch. Gut. Ich weiß, wofür er ist.
Geh kaputt. Dafür ist er. Nee. Der Hebel ist, wie es aussieht, dafür, dass wir jetzt weiterkommen hier mit unserer... Ah, okay. Jetzt können wir mit unserer Minecar hier einfach mal weiterfahren. Wunderbar. Ich habe gerade mich noch... Ich habe mich gerade noch gefreut, ne? Dass ich hier fast wieder volle Lebensenergie habe und dann, ja, dann sieht es auch wieder anders aus. Aber ist so. Passiert nun mal, das ist auch das Spannende, ne? Dann dreht man durch und dann glauben die Eltern, dass es einem nicht mehr gut geht und ehrlich gesagt, geht's einem dann auch nicht mehr gut. Ach, Olaf, möchtest du auch mitmischen? Tut mir leid jetzt. So, Schnellspeicher, da ich kein gutes Gefühl habe, wenn der jetzt schon kam. Okay, explosiv. Hm. Und er will was... Er will was zünden. Er wollte was zünden und er hat auch was gezündet. Und ja. Geht's da jetzt weiter oder... Nö. Das ist im Prinzip das... Ah, das ist davon vorhin, wo die Wand war. Geilo. Okay. Ich habe da so eine Idee. Ich habe ja jetzt öfters mal Ideen. Und zwar laufe ich einfach mal hier lang, wie die andere Minecar war. Vielleicht ist sie irgendwo stehen geblieben. Nee, obwohl, wenn die einmal in Gang gesetzt ist, wird die nicht stehen bleiben. Ja, mal schauen. Doch, doch, die bleibt stehen. Also muss ich hier wieder einen Hebel umlegen. Und weil hier ein Geschütz ist, habe ich schon wieder Angst. Und deswegen speichere ich. Ja, hier sind wieder irgendwo welche. Ich kann ja mal kurz nachtesten. Mäuschen, Mäuschen, piepe mal. Oder so ähnlich. Das nehme ich dann auch mal als Piepen. Tja, Jungs. Wie mache ich das denn mit euch? Du bist tot. Du auch und... Ich auch. Ich schließe mich da ganz konkret mal an. Wie gehe ich... Wie gehe ich an die Sache ran? Ja, vor dem da muss ich halt aufpassen. Also erstmal haue ich die weg. Es ist klar, dass ich die hinter den Kisten erstmal weg... Hau ohne Gnaden. Und Mäuschen, Mäuschen, Piepe mal spiele. Hier. Bitteschön. Gute Nacht. So, der sollte jetzt auch weg sein. Plus, wie mache ich das jetzt? Ich könnte ja im Prinzip mal versuchen, hier dahinter zu schmeißen. Ja. Versuch klappt auch gleich. Ist doch wunderbar. Und hier wollte ich eigentlich erstmal nur hoch. Denn hier gibt es wieder Lebensenergie für uns, meine lieben Freunde. So, wir haben jetzt mittlerweile... Lass mich überlegen. Mittwoch, Donnerstag ist Spyro. Freitag haben wir. Wir haben einen wunderschönen Freitag. Und ja. Es ist auch wieder mehr Zeit für die Aufnahmen danach, ne? Also alles, was jetzt nach Freitag... Es kann sein, dass euch vielleicht die Woche meine Let's Plays nicht so gefallen haben. Ich muss sagen, manches hat mich... Manches hat mir dann auch nicht richtig gefallen. Also ich wusste da, Mensch, da hättest du doch eigentlich... Da warst du schlecht gelaunt, aber es ist nun mal so, denn auch als Let's Player ist man ja Mensch. Von daher, letzte Woche war, wie gesagt, viel zu tun. Aber... Ist ja alles kein Problem. Ich bemühe mich da immer, eigentlich Content für euch zu bringen. Und Spaß macht's. Ich fahr mal wieder lieber wieder runter. Nee, Spaß macht's mir sowieso, weil wenn mir das Ganze keinen Spaß machen würde, pass auf, dann würde ich es nicht machen und dann hätte das Ganze auch keinen Sinn. Weil das ist ein Let's Player, der keinen Spaß hat an der Sache, die er tut. Das wäre ja schwachsinnig. So, ne, das klappt doch wunderbar. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt geht's hier oben direkt weiter. Hier vorne wahrscheinlich. Und ich hoffe, dass da jetzt niemand... Ja, okay, da ist Strom. Ach, und da kommen wir dann auf die jeweiligen Ebenen.
Warum ist denn der Strom jetzt? Das möchte ich mal wissen. Nee, da sollte man nicht unbedingt jetzt da runter, dazwischen gehen. Deswegen schaue ich mal, ob ich hier wieder irgendwie... Nee, das ist nicht gut. Ob ich hier Strom abschalten kann? Nö. Nö, dann fahre ich einfach mal durch. Mensch, no risk, no fun. So einfach sieht das aus. Deswegen brettern wir mal durch hier. Wie ein paar Bekloppte. Ja, hat uns jetzt ein bisschen geschadet. Aber wir rudern mal zurück. Auch nicht so weit zurück. Denn ich möchte die Dinger noch treffen. So, wunderbar. Weiter die Deiter geht's. Weiter die Deiter? Ach du Kacke. Warte, jetzt schon wie Ned Flanders oder was ist los? Nee, das gefällt mir doch alles schon mal gar nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Ja, warum wusste ich das hier jetzt so Überraschung oder so ähnlich? So, bitteschön. Hab ich euch geschenkt und jetzt geht's weiter. Denn wir müssen unserem Ziel nahe kommen. Wir müssen endlich hier raus. Wir müssen endlich wieder frische Luft haben. So, hier, damit ich nicht verschleppt werde von den Kisten. Ist ja auch wichtig. Ah, riecht ja das. Ich rieche langsam Luft. Ich rieche frische Luft. Ich glaube, wir kommen unserem Ziel. Warte mal. Nee, vergesst das mit der frischen Luft. Das war ich. Wahrscheinlich. Das war doch keine frische Luft. Tut mir leid, dass ich Hoffnung erweckt habe.